Unser Streifzug durch die Toskana beginnt in Pisa. Im Mittelalter war Pisa eine der 4 Seefahrerrepubliken Italiens. Die Piazza dei Miracoli war das religiöse Zentrum der Stadt. Hier steht der Glockenturm, der schiefe Turm von Pisa, die Taufkirche, das Baptisterium und der Dom Santa Maria Assunta. Sowie der Camposanto Monumentale. Der Friedhof soll der Überlieferung nach Erde aus dem Heiligen Land enthalten. Die Piazza del Cavaliere, der Platz der Ritter, war das weltliche Zentrum der Stadt. Auf diesem Platz erfuhr die Stadt ihre größte historische Schmach. 1406 verlor Pisa mit der Übergabe der Schlüssel der Stadt an Vertreter der Familie Medici seine Eigenständigkeit. Lucca ist unter anderem die Geburtsstadt von Giacomo Puccini. Die Kirche San Michele in Foro steht auf dem ursprünglichen römischen Forum. San Frediano ist eine romanische Kirche. Im rechten Seitenschiff befindet sich in einer Kapelle der mumifizierte Körper der heiligen Zita. Die Häuser rund um die Piazza del Anfiteatro stehen auf den Grundmauern eines ehemaligen römischen Amphitheaters. Der Torre Guinici ist einer der letzten erhaltenen der rund 250 Geschlechtertürme der Stadt. Der Turm bietet einen großzügigen Rundblick über die Stadt. Der Dom stammt aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert. Die dreischiffige Kathedrale beherbergt in einem kleinen achteckigen Tempel ein wichtiges Heiligtum, ein Kruzifix aus Zedernholz, das angeblich aus der Zeit Jesu stammt. Die Stadtmauer der Stadt ist rund 4 Kilometer lang und umschließt komplett die Altstadt. Siena gilt als eine der schönsten Städte der Toskana und Italiens. Die Piazza del Campo ist der Hauptplatz der Stadt. Auf diesem Platz findet zweimal jährlich der Palio di Siena statt. In diesen Pferderennen treten die 17 Kontraden, das sind die Stadtviertel Sienas, gegeneinander an. Die Kathedrale Sienas ist eines der bedeutendsten Beispiele gotischer Architektur in Italien. Die Banca Monte dei Paschi di Siena gilt als die älteste noch existierende Bank weltweit. San Gimignano ist mit seinen Geschlechtertürmen das Manhattan der Toskana. Die Geschlechtertürme waren Ausdruck von Macht und Einfluss der Familien. Von 172 Türmen stehen heute noch 15. Monte Riccione wird heute noch komplett von einer 570 Meter langen, 2 Meter breiten Stadtmauer mit Wehrgang und 14 Türmen umgeben. Der historische Stadtkern ist weitgehend komplett erhalten.